Moin und willkommen zurück bei Mad Games Tycoon 2. Wir sind mittendrin in der Spieleproduktion. Mein Name ist Manu von, also ManuLM80, und ich heiße euch herzlich willkommen bei diesem Let's Play. Mittendrin im Spiel. Ich drücke mal hier auf Play. Es wird gerade ein neues Spiel produziert. Eine Buddel voll rum. Und dann hoffe ich mal, dass das mal ein bisschen Geld in die Kassen spült. Lost Fishy ist immer noch, war ganz gut, lief ganz gut. Wir hatten eine Bewertung von 67%. Das ist schon mal ganz okay und ganz ordentlich. Ich gucke mal gerade, was gerade hier so ein bisschen im Trend ist. Hier oben kann man das ganz schön sehen. Plattformer und das Thema Handball liegen zurzeit im Trend. Und jetzt warten wir erstmal ab, dass eine Buddel voll rum entwickelt worden ist. Und ich habe tatsächlich durch eure Kommentare erfahren, das ist vielleicht auch ganz schlau, weil wenn man hier bei der Gameplay-Geschichte, bei der Qualitätssicherung, nicht direkt das Bugfixing macht, sondern einfach das Gameplay verbessert. Wähl mal hier eine Buddel voll rum aus, sag einfach alles aktivieren für 228.000, was kostet die Welt? Und hier unten kann man nämlich einstellen, dass automatisch gebugfixt wird. Also vielen Dank nochmal für den Tipp. Das heißt, ich mache einfach sozusagen Gameplay-Verbesserung plus Bugfixing in einem. Und das sollte auf jeden Fall helfen, dass das Spiel vielleicht in der Bewertung einfach nochmal ein bisschen besser liegt. Gut, 1,6 Millionen haben wir gerade aktuell auf dem Konto. Das ist ja noch, ich sag mal, relativ überschaubar. Und ein Level-Designer hat aus Versehen ein bereits fertiggestelltes Level überschrieben. Das komplette Level muss nun neu erstellt werden. Okay. Gut, gut. So, da hinten wird geforscht. Was forschen die eigentlich gerade? Ach, Double-A-Titel sozusagen, dass ich noch ein paar mehr Features mit reinbringen kann in das Spiel. Dann schauen wir mal. Was brauchen wir denn noch? Auf jeden Fall erstmal auf die Buddel voll rumwarten. Bin sehr gespannt. Aber obwohl hier so oben, das ist schon interessant. So ein Plattformer müsste man sich eigentlich auch nochmal ein bisschen anschauen. So. Toilette haben wir da hinten schon. Haben wir einmal, zweimal. Ich gucke gerade einfach nur nochmal ein bisschen, wie das hier aussieht. Ob die nochmal ein neues Klo bräuchten oder nicht. So. Wir sollten auf jeden Fall einen Messestand machen, damit wir auch neue Besucher bzw. neue Fans finden. Mittlerer Messestand finde ich ganz gut. 55.000 kostet mich das. Da wähle ich direkt mal ein Spiel aus. Los Fischi, was ja aktuell noch draußen ist. Und natürlich auch das neue Spiel, was in der Entwicklung ist. Eine Buddel voll rum, gleich mal bewerben. Und mal schauen, ob sich das gelohnt hat. 1346 neue Fans habe ich dazu gewonnen. Und was ist das hier? Der Entwickler Panda hat meine Manuccino Engine +++. Ach, guck mal. Hat er sich einfach mal gegrapscht und für 962.000 damit verdient. Cool, nur weil er sich die Engine genommen hat. Das finde ich ja richtig gut. Wir sind jetzt schon bei 2,6 Millionen. Das hat sich ja jetzt eben gelohnt. Nochmal ein kurzer Blick oben direkt mal auf die Mitarbeiterzufriedenheit. 65,1%. Und eine Buddel voll rum wäre an sich schon fertig. Aber wir haben noch ein paar Bugs drin. Die würde ich dann erstmal gleich hier einmal sozusagen fixen lassen. Von meiner Gameplay-Abteilung. Ich überlege gerade schon mal, ob ich die auch ein bisschen vergrößern sollte. Ich hätte ja hier noch ein bisschen Platz. Ich könnte den Raum ja noch mal ein bisschen hier vergrößern. Ich glaube, das mache ich. Ich ziehe, glaube ich, den Raum noch mal hier hinten ein bisschen raus. Das heißt, die Bank erstmal verkaufen und hier raufgehen und sage, Qualitätssicherung. Guck mal. Plack. Den noch. Ach nee, das ist jetzt ein extra Raum, ne? Das wollte ich ja gar nicht. Ich will ja diesen Raum vergrößern. Ich klicke mal darauf. Und jetzt kann ich doch sagen, hier, klomp, klack. Das wird dann meine neue Qualitätssicherung. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal das... Das reicht ja schon, ne? Die Tür bleibt. Klack. So, jetzt habe ich den Raum ein bisschen erweitert. Die kommt erstmal weg. Und ich brauche nochmal einen weiteren Arbeitsplatz. Mag da hier hinten überhaupt jemand sitzen? Offensichtlich. Ganz nah am Fenster? Warum nicht, ne? Könnte man da noch einen reinstellen? Das wäre ein bisschen zu viel vielleicht. Aber die Heizung müsste nochmal dazu. Die baue ich, glaube ich, nochmal im Nachgang einfach mit rein. Weil die sollen es ja auch ein bisschen kuschelig haben, ne? Das muss ja, ist ja nicht so... Mist, und das Fenster geht nicht.
Doch, funktioniert wunderbar. Da habe ich auch einen Trick gehört. Ich habe da irgendwie gelesen oder habt ihr mir gesagt, dass ich mit Steuerung, was mit Steuerung? Auch verschieben kann, ohne. Nee. Shift. Alt. Und weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich erstmal hier nochmal einen Medizinkasten ranbauen. So. Haben wir nochmal einen Arbeitsplatz mehr. Das ist schon mal ganz cool. Das heißt, wir könnten jetzt auch nochmal. Oh, mein Teppich. Den Teppich schmeißen wir erstmal hier mit hin. Erstmal so mit dem Flur mit rein. Wir haben noch einen Arbeitsplatz mehr für einen Game Tester. Das heißt, ich gehe nochmal in den Mitarbeiter, in den Arbeitsmarkt. Game Testing, guck mal, wunderbar. Hier ist oben schon einer. 42,5% Erfahrung, 1350. Wer ist das? Minna Vardotsch. Vardotsch. Oder so ähnlich. Die erstmal einstellen. Komm, die heben wir nochmal ein bisschen mit. Und dann warten wir nochmal darauf. Das. Eine Buddel voll rum. Abgeschlossen wird. Und dann probieren wir mal aus, ob wir wirklich es hinbekommen. Vielleicht mal eine Plattform haben. Vielleicht ein ganz anderes Genre zu programmieren. Das wäre doch mal interessant. Und sobald die Bugs raus sind, werde ich auch das Spiel releasen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also drückt mir die Daumen, dass das jetzt mal vielleicht auch ein kleiner Erfolg wird. Möglicherweise. So. Noch sind sie an der Gameplay-Verbesserung dran, meine ich. Genau, und jetzt kommen die Bugs. Wunderbar. Jetzt werden hinterher die Bugs noch sozusagen herausgenommen. Sieht man jetzt hier ganz schön, wie sie am Arbeiten sind. Fleißig, fleißig. Und witzig, man sieht tatsächlich auch das Bild, was man eben hatte für das Spiel, sieht man auch direkt bei denen auf Monitor. Finde ich ja großartig. Gut, dann ist es ja im Grunde auch fertig. Und dann können wir sagen, Entwicklung abschließen. Sieht erstmal ganz gut aus. Aktuell geschätzte Bewertung 20-40%. Naja, ich glaube, das wird auch nicht mehr werden. Und wir haben eine Simulation und geben das mal an Epics. Den haben wir ja schon Erfahrung gemacht. Und jetzt schaue ich mir mal an. Ach, ich bin ein bisschen aufgeregt. So, Rating ist 6 ab 6 Jahre. Und wir haben leider nur eine Wertung von 36%. Das war wohl leider kein Hit. Das war irgendwie gar kein Hit. Gut. Wir probieren uns mal einfach mal tatsächlich an Plattformer. An den Plattformer im Trend mit dem Thema Handball. Probier es einfach mal aus. Wie nennen wir es denn? Erstmal machen wir 20 Features mit rein. Mal gucken, das müsste es eigentlich reichen. Ein Plattformer mit dem Thema Handball. Balls, nee, Ball in my hands. Weißt du? So, Ball in my hands. Naja, den Ball im Hand, es heißt auch Ball oder nicht? Ball in my hands, ich glaube schon. So, wir sagen, Plattformer habe ich überhaupt noch gar keine Erfahrung mit. Das wird jetzt wirklich, oh Gott, hoffentlich wirtschaften wir uns nicht komplett runter. Und wir haben das Thema, oh, Handball habe ich noch gar nicht entwickelt. Moment, das muss ich mir erstmal ganz kurz einmal bei meiner Forschung erforschen lassen. Themen suchen. Handball. Ich gebe es einfach mal direkt ein. Das ist ja das, was er mir oben anzeigt. Und los, komm. 50 Forschungspunkte zum Thema Handball. Und dann machen wir gleich mal Ball in my hands. Finde ich ziemlich lustig. Die Qualitätssicherung kann einmal einen Spielbericht erstellen. Von der Buddel voll rum. Und sobald wir das Thema Handball erforscht haben, werde ich einfach mal was riskieren. Ich meine, es war jetzt schon sehr riskant. Das Spiel, eine Buddel voll rum, verkauft sich so gar nicht so richtig. Ah, minus 670.000. Gut, wir lassen die mal weiter wieder hier unterstützen, hier vorne. Damit die da mit ihren Designs weiterkommen. Wir entwickeln das Spiel, neues Spiel. Ball in my hands, finde ich sehr, sehr lustig. Plattformer zum Thema Handball ist ja gerade im Trend. Ich hoffe, dass ich das rechtzeitig schaffe. Innerhalb von 40 Wochen müsste ich es jetzt rausbringen. Standardspiel, Zielgruppe, weiß ich nicht. Lasse ich erstmal so drin. Und wir haben doch gar keine richtige Engine, ne? Habe ich vielleicht eine Engine für Plattformer?
Haben wir tatsächlich. Dann nehme ich doch mal die Sys Creative Engine. Die werde ich mir einfach mal kaufen. Gewinnbeteiligung 7%. 25.000 kostet sie. Aber auf Magma Olympus 2. Gefällt mir nicht so richtig. Ich glaube, wir machen doch erstmal eine Engine. Hoffentlich habe ich da Zeit für. Engine entwickeln für Plattformer. Die nenne ich einfach Plattformer. Plattformer Engine. Total kreativ. So. Wir machen die bestmöglichen Eigenschaften, die man überhaupt haben kann. Die ich momentan einbauen kann. Spezialgenre sind Plattformer. Und die Plattform selber, auf der ich programmieren möchte, ist, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie beim PC. Ich habe das Gefühl, das wird auf jeden Fall das System der Zukunft werden. Es ist einfach so ein Gefühl. Ne? Man weiß es nicht so genau. So, Verkaufspreis 50.000, 6% Gewinnbeteiligung. Bin ich gut. Komm, lass uns mal die Plattformer-Engine gerade mal basteln. Hoffentlich habe ich noch genug Zeit, nicht, dass gleich, Plattformer gleich wieder aus dem Trend raus sind. Das wäre ja ziemlich schade. So. Also, zunächst die Engine gebastelt. Und wir gucken mal bei den Mad Games Awards nebenbei vorbei. Tja. Schlechtestes Spiel des Jahres. Auch schade, ich habe gedacht, da hätte ich noch irgendwie eine Chance gehabt, aber offensichtlich nicht. So, Los Fischi ist raus. Eine Büttel voll rum läuft immer noch nebenbei. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. So. Also noch erzielen wir damit überhaupt gar keinen Gewinn. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, was soll man machen, ne? Ist nicht zu ändern. Ich muss mal so ein bisschen Blick auf mein Geld haben. Und jetzt entwickeln wir nochmal das Spiel. Ball in my hands, wie ich schon gesagt habe, ganz am Anfang. Mit der Plattformer-Engine, die ich einfach selber gestrickt habe. Und wir entwickeln erstmal nur für den PC. Ja. Erstmal nur für eine Plattform, für den PC. Hat auch am meisten Marktwert sozusagen. 63,4% nutzen den schon, 139,6 Millionen. Also wenn man die alle erreichen konnte, das war natürlich der Hammer, ne? So, wir haben Primitive 3D-Vektor, genau, und so weiter und so fort. Das passt ganz gut. Wir machen mal alle Sprachen mit rein. Wir haben keine Anti-Cheat, aber wir haben auf jeden Fall noch den Kopierschutz. Den lasse ich mal so drin, wie er ist. Und jetzt wird's interessant. Wie könnte ein Plattformer, was könnte da interessant sein? Also, ich schätze mal, dass, tja, Missionsdesign, glaube ich, nicht so mega interessant sein könnte. Level fände ich immer ganz, ganz wichtig, weil gerade wenn man mal überlegt, so, dann mache ich mal richtig hoch hier, mache ich mal auf 10 oder sowas, finde ich ganz schön. Charakter habe ich keine Ahnung, Story, muss eine Plattform mal eine Story haben, mache ich mal ein bisschen weniger. Mach mal auf 3, mache ich mal auf 3. Innovativ. Muss es auch nicht wirklich sein. Können wir mal so lassen. Spieltiefe eher nicht. Ich habe immer das Gefühl, so ein Plattformer ist immer so, ach komm, das ist, ne? Also es muss gar nicht so eine Spieltiefe haben. Hauptsache, man ist aber ein bisschen am Hüpfen. Das sind ja Jump'n'Runs sozusagen. Wir machen mal Zugänglichkeit auf 9. Machen wir mal so. Komm mal, so ganz verrückt. Ist es mehr, ich glaube, es ist mehr für Casual. Es ist eher jugendfrei, würde ich sagen. Vielleicht, genau, 2 Punkte und eher ein einfaches Spiel. 8-2-4. So. Bei den Prioritäten lassen wir einfach so, wie es ist. Wie gesagt, es ist ja der erste Plattformer, den wir bauen. Zum Thema Handball. Ich klicke mal hier an, sag mal alle geeigneten Features. 17 Features sollen es sein. In-App-Käufe und so weiter. Finanzierung haben wir alles noch nicht. Uninteressant. Okay, dann mal los mit der Entwicklung. Ich habe ein bisschen Schiss. Los geht's. Ball in my hands. Hoffentlich schaffen wir das noch rechtzeitig innerhalb der Zeit. 33 Wochen läuft es noch. Aber wir könnten hier noch 2 Programmierer einstellen. Machen wir mal. Ich setze das irgendwie alles auf eine Karte. Ich hoffe echt nicht, dass wir pleite gehen. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Arbeitsmarkt. Programmieren. Geht so. Game Design. Wow, den nehmen wir. 2920, zwar ein bisschen teuer, aber 45 Punkte in Game Design. Auf jeden Fall einstellen. Das hilft uns auf jeden Fall. Und
Wir haben noch einen weiteren Arbeitsplatz für den Programmierer hier. Den nehmen wir auch nochmal mit rein. Komm, geben wir mal ein bisschen Geld aus. Hier hinten, die Qualitätssicherung, kann man direkt das Gameplay verbessern. The Ball in My Hands, 227.000, das ist schon nicht wenig. Das Geld ist wieder unter 1 Million gerutscht. Also, es wäre schon nicht schlecht, wenn das ein Hit wird. Ansonsten muss ich nochmal kleine Auftragsarbeiten annehmen, um mal ein bisschen Geld zu verdienen. Aber schauen wir mal, ne? Drückt mir also die Daumen, dass das jetzt was wird. Und das sollte doch wohl was werden. Also das geht ja gar nicht. So, das Spiel ist im Grunde erstmal schon fertig. Nein, ist es noch nicht. Wir müssen natürlich die Entwicklung erstmal fortsetzen. Und lassen nochmal ein bisschen das Gameplay drüber laufen. Und hoffe, dass ich noch in der Zeit... Ja, 25 Wochen Zeit habe ich noch. Und eine Buddel voll rum ist raus. Guck mal, 580.000 minus. Also das Spiel ist richtig gefloppt. da beißt die Maus keinen Faden ab. Also das ist wirklich mal gefloppt. Schade, schade, Schokolade. Na gut, okay. So, wir schauen mal. Wir lassen jetzt erstmal kurz noch die Game-Tester drüber laufen. Remaster wurden freigeschaltet. Wahnsinn, okay. Wann haben wir es überhaupt? 1986. Wäre es nicht eine tolle Idee, wenn wir ein altes Spiel im neuen Glanz erstrahlen lassen. Schnelles Geld und glückliche Spieler. Das wäre schon gut, aber es muss ein Spiel sein, was auch gut lief. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. So. Schauen wir mal. Ball in My Hands, das Handballspiel als Plattformer, was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist wohl Basketballspieler. Nein, Quatsch. Ja doch, Basketballspieler. Handballspieler meine ich, Entschuldigung. Handballspieler, der irgendwie seinen Handball verloren hat und ja, ihn wiederfinden muss. Man weiß es nicht. Muss ich nochmal eine alberne Geschichte dazu ausdenken. Gut, jetzt kommt das Bugfixing. Ach, das läuft ja wie geschmiert. War gerade jemand auf Klo. Meine Leute sind einigermaßen glücklich. 62,7%. Jetzt 65%. Jetzt haben sie, glaube ich, auch gerade Geld bekommen. Und ich bin sehr gespannt. So, im Grunde ist das fertig. Wir haben auch das Polishing sozusagen fertig. Und könnten jetzt eigentlich die Entwicklung abschließen. Wir erwarten eine Bewertung von 40-60%. Also immerhin. An der Musik könnte man noch mal ein bisschen was machen. Okay, wir suchen uns mal einen Publisher. Für Plattformer gibt es nicht. Schade. Die sind eher mehr mit... Ja. Mit Ballspielen. Obwohl, ja, passen, ne? Machen wir trotzdem. Kommen wir bei Apex mal... Schau mal ab 6. Okay, Sound war nicht so toll und Grafik war nicht so toll. Aber immerhin 51% finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Ist für einen Einstieg schon mal gar nicht so verkehrt. Ich würde gerne nochmal hier eben gerade reingehen. Beziehungsweise hier nochmal eben kurz reingehen. Einen Spielbericht erstellen lassen. Und dann schauen wir gleich mal weiter. Ich glaube, die Forschungsabteilung müsste eigentlich mal nochmal kurz die Aufgabe abbrechen. Und ich würde gerne ein Engine-Feature, was kann ich noch mal rein? 8-Bit-Sound. Guck mal, den könnte ich noch mit erforschen. Das machen wir direkt mal. Und dann muss ich mal gucken, ob ich nicht vielleicht meine Engine nochmal update. Plattformer-Engine. Jetzt habe ich den 8-Bit-Sound noch gar nicht mit drin. Macht also noch gar keinen Sinn. Nee, macht noch gar keinen Sinn. Also das Spiel ist ja jetzt noch nicht ganz gefloppt, aber naja. Ball in My Hands hat es wohl nicht so richtig... Hat es wohl nicht so richtig drauf. Wir können mal gucken, was sind überhaupt für Genres, was ist da überhaupt noch so im Trend? Geschicklichkeitssimulation, Wirtschaftssimulation, Rennspiele. Das sind so die, die im Bereich da sozusagen noch grün sind. Geschicklichkeit wäre vielleicht nochmal interessant. Wir haben ja gerade gesehen, dass ich jetzt einen Remaster... machen könnte. Und dann gucke ich mir noch mal an. Mein Adventure. Das war ja Manu the Sorcerer 3. Das lief ja relativ gut. Ugg 2. Ja, das ja, werden die auch nicht so schlecht, ne? Das haben wir noch mal gerade gesagt. Noch mal kurz hier eben einmal rein. Wirtschaftssimulation Geschicklichkeit. Also ein Geschicklichkeitsspiel hätte ich.
Nein, nicht neu, sondern wir sagen ein Remaster. Geschicklichkeit, nee, das ist Denken. Ich glaube, ich versuche es nochmal mit einer Marke, wo wir schon so ein bisschen Erfahrung drin haben, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir versuchen mal hiervon einen Remaster zu machen. Manus ist Hoster 3 Remastered und nehme dazu meine... Ja, das ist ja gar nicht so... Nee, das ist ja gar nicht so cool. Wir, glaube ich, kaufen uns tatsächlich mal eine Engine. Und zwar... Nee. Wir nehmen die, die wir schon hatten, ne? Die Manuccino Engine 3, also plus, für den PC, wir machen mal eine zweite Plattform für den Mac und fürs Nintendo-System, finde ich ziemlich lustig. So, die Einstellungen bleiben gleich, wir bleiben auch da gleich. Wir haben die richtigen, ich sag mal, Einstellungen dafür gefunden, das ist sehr, sehr gut. Also da muss ich auch gar nicht viel machen. Geeignete Features an, genau 10 Stück in dem Fall nur. Und wir machen ein Remaster, mal so ein schnelles Remaster hinterher. Und ob dieses Remaster was wird, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Also bis dahin, macht's gut und denkt dran, ne? Gerne den Abo-Button drücken und gerne nochmal auf die anderen Videos schauen. Müsste jetzt hier eingeblendet sein. Und dann bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Teil.